Hallo und herzlich willkommen zurück zu Trackmania Nations Forever? What the fuck? Da oben scheint man nicht lang zu dürfen. Oder was? Nein, da oben darf ich nicht lang, okay. Ich habe keine Ahnung, was ich für einen Server bin. Auf jeden Fall ist er etwas komisch. Wir müssen hier lang. Und... Oh, da rechts, weiter. Mann, aber ich will die Runde zu Ende fahren, damit ich erstmal weiß, was überhaupt lang geht. What the f... Mann. Okay, wir müssen hier so rum. Dann müssen wir weiter und müssen hier schräg rüber. Ja, richtig. Und hier ist wieder schräg rüber, oder? Ja, aber voll viel zu weit. Ja, irgendwas wollte ich noch sagen, ich hab's so vergessen. Es könnte sein, ich weiß nicht, wann diese Folge kommt, höchstwahrscheinlich am Donnerstag. Es... Ja, komm, dreh dich nochmal. Ja. Immerhin. Wir sind hier gerade lang gefahren, vielleicht geht's ja auch wirklich zum Ziel. Oder nicht. Da unten auf jeden Fall nicht lang. Die Folge sollte Donnerstag kommen und ja. Auf Freitag ein Video kommt, weiß ich noch nicht. Heute ist Dienstag. Aber ich weiß noch nicht, ob Freitag jetzt kommt, weil ich noch nicht weiß, was ich dafür aufnehmen möchte, wenn ich was aufnehmen würde. Ich weiß auch nicht, ob ich die Zeit dazu habe. Ich habe jetzt hier für den Part Zeit. Und dann habe ich heute auch keine Zeit mehr zum Aufnehmen, deswegen weiß ich nicht, ob da überhaupt ein Video kommen wird. Aber ich hoffe natürlich, es kommt eins. Und das hier sieht schon mal besser aus als eben auf jeden Fall. Komme ich da jetzt mal durchgesprungen? Nein, immer noch nicht. Alter, wie muss der denn bitte fahren, dass ich da durchkommen? Ich glaube, wir gehen gleich mal auf einen anderen Server. Und ich finde, das sieht sau entweder farbkräftiger aus als das letzte Mal, oder ich bilde mir das ein. Aber doch. Doch, sieht es. Ah, ich komme da nie rüber vernünftig. Wir gehen mal nach der Runde auf einen anderen Server. Und schauen mal, was wir so auf einem anderen Server reißen können. Ich weiß auch immer noch nicht, wenn ihr was in die Kommentare geschrieben habt bei den letzten Parts, kann ich darauf immer noch nicht eingehen, da die letzten Parts immer noch nicht draußen sind. Ja, am Wochenende kam jetzt schon kein Video, da hatte ich nämlich keine Zeit aufzunehmen. Wow, 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 wow. Geht's hier vielleicht weiter? Nein. Wäre zu einfach gewesen. Ich finde das wirklich so... Ich finde das komisch. Naja, egal. Ja, nach der Runde sind ja nur noch 46 Sekunden. Ich habe noch eine Runde geschafft. Aber es hat noch keiner eine Runde geschafft. Dann danach gehen wir dann einfach auf den anderen Server mal drauf. Ach, machen wir jetzt. Spiel abbrechen, okay. Gehen wir mal hoch zu den empfohlenen Servern. Und wir waren gerade auf dem NCL EU Speed. Jetzt gehen wir einfach mal auf den Guavadis. Keine Ahnung, was das für einer ist. Vielleicht sollen die Namen auch irgendwas sagen. Ich kann damit nichts anfangen. Wenn die irgendwas sagen sollen oder wenn ihr einen Vorschlag habt, auf welchen Server ich gehen soll, dann gehe ich da auch drauf. Na, das sieht schon mal normaler aus. Deswegen machen wir das auch. Und go. Ja, sieht auf jeden Fall nach einer normalen Strecke aus. Ja, so normal wie es geht. Hier rum. Loopings sind so in der normalen Strecke ja doch auch meistens drin. Jedenfalls bei Trackmania. Mann, scheiße. Und die schrägen Loopings mag ich nicht so. Da kann ich nie wirklich einschätzen, wie ich fahren muss, dass ich nicht gegen die Wand gehen kann. Aber eben lief das ganz gut. So, hier auch nochmal so ein etwas, wo ich schräg fahren muss. Und hier nochmal eine Wand hoch. Ah, scheiße. Ja, nochmal von vorne. 59 Sekunden, das ist scheint relativ... Ja, wenn ich das jetzt noch schaffen sollte, eine Runde, dann müsste ich eine neue Bestzeit fahren. Von denen, die hier jetzt, also von den Zeiten, die bis jetzt gefahren worden sind. Und ich glaube mal, so gut bin ich dann doch nicht. Ich bin ja eigentlich... Ich kann es eigentlich nicht. Also was wird immer scheiße, wenn man von sich selber sagt, nö, ich kann das gar nicht. Und dann reißt man trotzdem rum. Aber Trackmania ist eigentlich nicht so mein Spiel. Ich finde es zwar immer geil zu spielen, aber ich kann es eigentlich nicht wirklich. Jedenfalls kenne ich eine Menge Leute, die tausendfach besser sind als ich. Und
das schaffe ich von der... Ah doch, da war ein Speedfeld vor. Dann sollte ich das packen. Ja, geht. So, und jetzt hier hoch. Und wieder runter. Uiuiui. Und da dann wieder einen schrägen. Okay. Und... Oh nö, war zu Ende. Weit hätte ich nicht mehr gemusst, glaube ich. Dann hätte ich es auch noch geschafft. Naja. Ja, keine Zeit gefahren. Ach, 3 Minuten hat der eine für eine Runde gebraucht. Eieiei. Naja. Warten wir nochmal die nächste Runde ab. Die Strecke war auf jeden Fall cool. Muss ich sagen, gefällt mir sehr. Fahren wir die nächste natürlich auch noch. Weil das waren jetzt, ich weiß gar nicht, 5 Minuten oder 6 Minuten höchstens. Ja. Da sollte sich noch eine Strecke lohnen. Vielleicht kriege ich Kia nochmal dazu, wieder Track... Oder mit mir mal Trackmania zu spielen. Hammergeil von Technobase Pinball. Das habe ich vorhin noch angehört, das Lied. Das ist hammergeil. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört. Ich glaube ja. Also ich kenne es von Technobase. Gibt sicherlich auch... Oder ist höchstwahrscheinlich nicht von Technobase. Direkt, aber ich kenne es daher. Ah, scheiße. Nochmal. Yeah. Oh, jetzt kriege ich einen Ohrwurm davon. Ah, ich könnte das komplett mitsehen. Okay, singen kann man das nicht wirklich nennen. Ich kann nur nicht singen. Egal. Ich soll sowas nicht sagen. Nach links müssen wir. Nur noch nach links. Ah, ja, ja. Wow. Hier müssen wir wieder nach links. Und... Das ist voll die Linksfahrstrecke. Ah. Ach, hier müssen wir nach rechts. Oh, packen wir das überhaupt mit der Geschwindigkeit? Ja, perfekt. Die Strecke ist hammergeil. Also, die Strecken auf dem Server auf jeden Fall sind sehr gut, finde ich, bis jetzt. Okay, das ist bis jetzt die zweite, die ich hier fahre, aber... Nein! Nein, ich hätte mich zum letzten Checkpoint zurücksetzen können. Naja. Egal. Sollte ich ja noch in den 4 Minuten schaffen, das noch sehen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt leise ist, die Musik, die ihr hört, oder also, ob sie lauter ist als ich. Aber auf jeden Fall ist sie geil, das muss ich sagen. Ich wusste aber nicht, dass sie sowas hier... Ich weiß gar nicht, darf ich... Ja doch, müsste ich eigentlich... Ich weiß jetzt nicht, ob das per GEMA oder so geblockt ist oder so, aber ich denke nicht. Ich hoffe einfach mal nicht. So, hier geht's wieder rechts lang. Es ist immer noch keine... Fuck. Naja, scheiße. Ich wollte eigentlich rückwärts fahren, nicht zum letzten Checkpoint, aber naja, sollte trotzdem möglich sein, dass ich das trotzdem noch packe. Ich weiß gar nicht, schaffe ich den Looping? Ja. Ja, man packt ihn aber schwer, aber es geht. Soll ich für wenigstens eine Runde schaffen? Na, das sind jetzt 5 Leute schon im Ziel. Ah ne, einer ist bis jetzt im Ziel. Einer, okay, so hier muss ich aufpassen, hier muss ich links dran vorbei. Und jetzt hier rechts. Wir müssen hier lang, nicht da. Na egal, nochmal von vorne. Na, 3 Minuten noch, also rein theoretisch 3 Runden, aber dazu müsste ich erstmal die Strecke vernünftig kennen. Aber jetzt weiß ich schon mal, dann muss ich an der Loch direkt vorbei fahren und ich muss nicht hinten rausfahren bei der Schräge, sondern muss weiter rechts rum. Das ist schon mal ein Vorteil, das zu wissen, wenigstens. Wenn ich da höchstwahrscheinlich nie wieder hinkomme, so wie ich gerade fahre. Aber ich hoffe natürlich, ich komme da noch hin. Und zack. Top Speed! Ja. Sind eigentlich schon mehrere? Ne, immer noch. Es ist bis jetzt immer nur noch einer durchs Ziel gekommen. Ah, fuck. Ich will die Runde zu Ende fahren. Also nur jetzt hier. Auch wenn es eigentlich doof ist, aber naja. Was ich gut finde an Trackmania, und was ich sehr gut finde an Trackmania auf jeden Fall, ist, dass die Karren nicht kaputt gehen. Egal wie man so misshandelt, sie gehen nicht kaputt. Und hier muss ich jetzt noch weiter rum. Ja, so. Ach, hier ist das Ziel und ich hab's so verkackt. Naja, komm, eine Runde schaffe ich noch auf jeden Fall. Oh, super. Durch die Zeit habe ich auf jeden Fall einen zweiten. Da bin ich jetzt nur ich und ein anderer durchs Ziel gekommen.
Ja, komm, wenn ich da jetzt nicht in die Wand reinbrette, dann sollte ich doch eine bessere Zeit als die 1 Minute 5, die ich gerade hatte, rausholen. Dazu sollte ich aber nicht über die Mauer rüberfliegen. So, solange ich noch über eine Minute beim Start habe, sollte das eigentlich möglich sein. Oh, ich hab voll gebremst. Naja, ja, geht. Also, bin vom Gas gegangen. Der hat 450 Sachen gerade drauf. Okay, jetzt nicht mehr. Doch, voll. Cool. Ah, Mann, scheiße. Spin 180, ich habe ihn noch nicht mal gedreht, aber egal. Nein. Ah, scheiße, jetzt noch einer vor mir, aber egal. Oh, das packe ich doch jetzt nie wieder. Die Runde sollte ich trotzdem noch schaffen, aber... Ah, das regt mich jetzt auf, ey. Wegen so einer Kleinigkeit verkacke ich jetzt meine Bestzeit, ey. Es lief so gut. Und dann verkacke ich das so sehr. Das ist aber bei mir irgendwie immer so. Naja. Nein! Wenn ich da nicht gegen die Wand gefahren hätte, ich... Ja doch, immerhin habe ich meine Zeit verbessert. Na, eine Runde schaffe ich nicht mehr, aber immerhin kann ich normalerweise noch was machen. Ich bin ja runter. Yay! Ja, man kann bei Trackmania auch immer, wenn man irgendwie aus der Map kann, hier noch lang rasen, ist irgendwie da. Das ist auch mal lustig. Und wenn man nur noch 19 Sekunden wie ich hatte, dann passt das. Dritter sind wir, ganz rechts stehen wir. Okay, sind nur 3 ins Ziel gekommen. Und hätte ich da nicht wieder so verkackt, hätte ich, denke ich, mir auch noch eine Bestzeit gefahren. Also eine bessere als meine jetzige auf jeden Fall. Aber naja, ich überlege gerade, mache ich noch eine Runde oder mache ich keine Runde mehr? Aber doch, ich mache noch eine. Ich könnte eigentlich... Na, nee, jetzt mache ich die noch. Sonst wäre mir gerade eingefallen, ich könnte die eigentlich in 2 Sachen trennen. Und dann könnte ich Donnerstag und Freitag jetzt machen. Aber nee, mach jetzt so. 46 ist auf jeden Fall der Map-Rekord. 46, 16. Ja, mal schauen. Schon wieder geile Musik, aber die kenne ich. Ich kenne es zwar, ich weiß aber gerade nicht, wie es heißt. Take me from Dream Frequency. Wumm, gehen wir mal Gas. Die Strecke sieht auch wieder interessant auf jeden Fall aus. Muss man auf jeden Fall Gas geben, sonst verkackt man das. Scheiße, scheiße. Na, nochmal. Naja, 5 Minuten haben wir dazu, das sollten wir packen. Sollte auf jeden Fall. Sollte im Machbar. So. Also aufpassen, dass ich dann nicht in irgendein kleines Lämmerungs gegenbretter wie eben. Und hier wieder runter, das ist super. Das war aber sau knapp. Warum bleibe ich denn in dem reingesunken? Ich kann damit manchmal voll nicht umgehen, wenn das dann. Ich kenn's wenn nur so, dass man dann nach dem Looping oder so da direkt rausgeht. Aber manche Maps, wie hier zum Beispiel, bleibt man dann da drin. Und dann dauert das immer erst ein bisschen. Erst hat man 49er gefahren. Für wenigstens ins Ziel kommen. Einmal. Und aufpassen, so. Hier bleibt man direkt drin, weil hier wieder ein Looping kommt. Aber. Wow, Alter, das ist aber echt eine loopinghafte Strecke. Ne. Eieiei. Wenn eine Wand ging, dann vielleicht packe ich es trotzdem noch, ins Ziel zu kommen. Alter Schwede. Ah ja, hier wieder hoch. Alter, die Strecken sind geil. Die sind echt hammermäßig geil. Und zack. 51, ja, zweiter Sache. Aber wenn ich da nicht gegen Wand gefahren wäre, ich denke mal noch besser. Also, jetzt ziehe ich durch. Ich nehme jetzt mal so. Ich kann mir das nicht rausnehmen, weil ich nicht sagen, dass ich jetzt eine Bestzeit fahre, weil das wird eh nichts, aber. Würde mich freuen, würde ich jetzt eine Bestzeit fahren. Sagen wir es so. Wieder rein. Ein bisschen schräg raus. Das war wieder fucking Scheiße. Schiedendreck. Und es kitzelt mich wirklich so in den Fingern, dass ich mir noch. Wie komme ich jetzt auf Pokémon Stadium? Nein. Trackmania Stadium 2 hole. Weil das eigentlich auch ganz geil ist. So, und hier etwas schräger. Hey, das war knapp. Die schrägen Lücken kriege ich jetzt auch einigermaßen jedenfalls, finde ich, hin. Das ist auch schon geil, weil sonst habe ich die wirklich eigentlich fast nie hinbekommen. So, jetzt hier nochmal ein bisschen Gas geben. Hier nochmal ein bisschen Lücken durch.
Ah, hier nochmal eine Wand hoch. Und hier wieder runter. Und... Nein! Das wäre eine neue Bestzeit geworden. Jedenfalls meine Zeit besser. Fuck. Ah, fuck. Naja, egal. Ja, es wird voll komisch kommen, wenn ihr den Ton, also wenn ihr die Musik gar nicht hört. Ich glaube, die solltet ihr hören. Sollte nicht zu leise sein. Nochmal. Ach, uiuiui. Ich bin ja auf dem vierten. Naja. Immerhin nicht letzter, sagen wir so. Okay, von denen, die durchs Ziel gekommen sind, bin ich nicht jetzt letzter. Das ist mir eigentlich auch schnell. Oh, immer diese Wand. Immer diese verschissene Wand. Ehrlich, ey, das gibt es doch nicht. Aber das ist meine eigene Blödheit. Ich könnte auch etwas schräger rausfahren, aber nö, ich fahre lieber in die Wand rein. Gas geben. Mein Finger tut eigentlich schon weh, weil ich gerade die ganze Zeit hinten den Trigger runterdrücke. Ja, ich gebe hinten den Trigger Gas. Nicht standardmäßig, wie es auf X, glaube ich. Nee, A ist es. Ja, ich habe den Xbox 360 Controller und kenne mich damit fast nicht aus. Oh Mann, auch noch schlechter als meine eben. Ah komm, eine Runde schaffe ich noch. Ich darf nicht gegen die Wand fahren. Ab eine Wand hoch, wieder runter. Wenn ihr auch Tipps habt, wie man besser wird im Trackman. Ja, verschissene Scheiße. Na. Na egal. Also besser als im vierten werde ich nicht mehr. Und deswegen mache ich einen auf... Wie hoch springen eigentlich? Hm, nicht hoch anscheinend. Liege ich auf dem Dach? Nein, nein. Ha, ich liege nicht auf dem Dach. Was ich euch vielleicht nochmal zeigen könnte, wenn... Naja, ist jetzt scheiße, weil ich rausgezoomt bin. Naja, ist das hier? Ja, auf jeden Fall, man kann hier aus der Map rausfahren. Und kann dann... Ja, hier draußen rumheizen, wie man will. Hier sind auch Gräben, wo ich jetzt nicht reinfahren möchte. Hier rechts auf jeden Fall so ein Graben. Und da kann man jetzt hier außen, außerhalb des Stadions, lang rasen, aber hat eigentlich keinen wirklichen Sinn. Auf jeden Fall sind wir Vierter. Mit 59,03, ja, das, ja. Na, geht. So, ja. Das war's dann jetzt aber erstmal mit dieser Folge von Trackmania Nations Forever. Ich habe mir überlegt, scheiß drauf, nehme ich mir nochmal eine Viertelstunde Zeit und nehme gleich nochmal die nächste Folge auf. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Ciao.